wie jetzt der Schlagermove. Und das Ganze hier nochmal ohne, es geht vorwärts. Als Geburtsstunde des Schlagermoves gilt der Sommer 1997. Waren es damals noch etwa 50.000 Besucher in Hamburg? Feierten in den Folgejahren angeblich bis zu 600.000 Menschen. Der 20. Schlagermove im Jahr 2016 hatte laut Angaben der Veranstalter 370.000 Teilnehmer, wobei unabhängige Zahlen zu den Teilnehmern nicht vorliegen. So, was ist los? Noch alles klar? Seid ihr noch da, Freunde? Die Veranstaltung in Hamburg findet an einem Wochenende im Juli statt. Dabei fahren am Nachmittag knapp 50 Trucks mit großen Musikanlagen und tanzenden Schlagerfans durch St. Pauli. Auch über die Hafenstraße und die Reeperbahn. Beschallen den Stadtteil mit Schlagermusik. Viele Besucher verkleiden sich im Stil der 70er Jahre, tragen Schlaghosen, bunte, schrille Klamotten, überdimensionale Sonnenbrillen oder Perücken. Es gibt neben dem Umzug am Nachmittag ähnlich wie bei der Nachbarwelt am Abend den sogenannten Aftermove auf dem Heiligen Geistfeld in St. Pauli. Auf dem renommierten Schlagerkünstler wie beispielsweise Michael Holm oder Bata Illich auftreten. Moderiert wurde unter anderem der Schlagermove von UNDR-Moderator Carlo von Tiedemann oder Norman Hilt. Eine Besonderheit war immer in mehreren Jahren der sogenannte Samba-Zug, der als Eisenbahnzug mit zwei Tanzbahnen von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen nach Hamburg fährt. Wegen des Verbots der Großveranstaltung während der Covid-19-Pandemie fiel der Schlagermove 2020 aus. JMS, wir spielen die 70er. Und darum bringen wir jetzt den Schlagermove direkt zu euch ins Wohnzimmer auf eure Ohren. Der Schlagermove von BHJMS Radio 1 am 25. Dezember von 18 bis 20 Uhr und moderiert das Ganze von Olli Lünzmann. BHJMS, das, was in die Ohren geht. Bin ich hier im Ehrenhaus gelandet?